Da sind wir wieder, die besten Freunde von Lando, würde ich mal sagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Outlaws. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Gin Tonics und ja, ich bin einer der besten Freunde von Lando. Und deswegen starten wir jetzt auch durch direkt. Wir wollen nämlich wieder zurück zu Lando. Deswegen geht es in den Orbit. Da ist der Hyperraum. Ach so, wir können durch den Nebel nicht Hyperraum springen. Witzig, cool. Also brauchen wir freie Bahn. Das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Da sind wir schon. Mal gucken, was Lando hat. Das ist der Kiefer. EML 850. Sie wurden für eine Routine-Transinspektion ausgewählt. Genoa Tinker. Die Ventawajo Govo Gula Tings Nulli Antabat. Na toll. Das Imperium will auf mein Schiff. Weißt du, was die wollen? Ich hab da so eine Ahnung. Sie dürfen die Marke nicht bekommen. Schüttel sie ab. Na gut, anschnallen. Okay. Dann wollen wir mal los. Gehe der Patrouille. Ja, hab's verstanden. Heißt das, wir müssen die abknallen? Yes. Anscheinend. Komm. Haben wir. Gut. Lando, erklärst du mir mal, was das Ding so wichtig macht? Echt? Was machst du, Lando? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Hättest du mich sonst angeheuert? Die Marke ist eigentlich eine Datenkarte. In Savak-Spielen wird sie bloß unauffällig übergeben. Ich verliere, meine Freundin von Crimson Dawn füllt sie mit Infos, meine neue Freundin gewinnt sie zurück. Ah, wir sind Freunde. Cleverer Plan. Das war er, aber irgendjemand gab dem Imperium Bescheid. Wir sehen uns im Dschungel, das ist sicherer. Bis dann. Ach, cool. Das ist ja unfassbar witzig. Okay. Dass man das so macht, finde ich richtig nice. Erhöht die Gesundheit, verlangsamt Adrenalinverlust. Ich glaube, den Adrenalinverlust, den können wir weg. Ach, hier ist noch ein leerer Glücksbringer. Jawohl, dann nehmen wir doch Wappen von Crimson Dawn. Gut, und dann gehen wir doch mal mit der Karte hier, machen eine Schnellreise auf den Planeten. Ich glaube, das geht ein bisschen fixer. Bisschen fixy-foxy mehr. Ach, schau mal, okay, da können wir gar nicht. Ort öffnen. Ja, würde ich nochmal sagen, geht's ab in eine Landezone oder was? Let's go! Und dann geht's das erste Mal aus Myra raus. Okay, bin ich mal gespannt, wie wir da jetzt rauskommen, so easy. Bis später, ND5. Gut. Bis später. Ah, hier bist ist auch gleich der Gleiter. Sehr gut, können wir gleich losfahren. Hier ist also wirklich Open World, das finde ich so cool. Ohne Witz. Hier gibt es richtig Straßen, wa? Das ist unfassbar nice. Also wir wollen auf jeden Fall links rum. Werden wir jetzt eigentlich vom Imperium gesucht? Ich hoffe doch nicht, ne? Wollen wir das? Ach, kommen wir da überhaupt durch? Ich glaube fast nicht, ne? Da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Das heißt, wir müssen den großen Bogen nehmen, wa? Sieht fast so aus. Dann lass uns mal den großen Bogen nehmen, Freunde. Das ist abseits der Straße. Uff, ey, wo müssen wir denn lang, Freunde? Das ist der einzige rote Baum auf dem Planeten. Warum nur? Oh, entschuldigen Sie bitte. Zurat meinte, dass Gedeck Probleme mit den Hunden auf Akiva haben könnte. Hast du eine Ahnung, warum? Man hört viel darüber, dass das Imperium...
So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Die Karte vorgeht. Vielleicht hat dein Freund damit zu tun. Das klingt aber gar nicht nach Gedick. Moment. Was ist da? Und wo werden wir denn beschossen? Hä? Gut, fahren wir einfach mal weiter, wa? Vor dir sollte eine Brücke sein, Wes. Überquer sie. Wo waren wir stehen geblieben? Okay. Das Imperium verändert Balganische. Vergiss das nicht. Okay. Jetzt nach links. Okay, meine Leute sind direkt vor dir. Leute? Direkt vor dir, sagt er. Na toll, werden wir von Lando gerade verarscht, oder was? Oder er zeigt uns jetzt Rebellenkontakt. Das wäre natürlich auch richtig cool. Weiter geradeaus. Okay, was geht da ab? Das sieht so ziemlich nach Rebellen aus, wenn ich das mal so sagen darf. Wie cool. Oh mein Gott, Freunde, Rebellen. Was ist hier los? Wo ist Lando? Unterwegs mit der Taifunstaffel. Können Sie schießen? Hä? Ja. Was macht ihr denn hier? Halten Sie die Stellung. Wir müssen durchhalten, bis sie kommen. Durchhalten? Soll das ein Witz sein? Die Imperialen werden... Vorsicht, nix! Ja, von wo kommen sie denn? Jo, wir kämpfen jetzt einfach für die Rebellen. Das ist so cool. Oh. Das ist ein Zangenmanöver. Los, rüber zur anderen Seite. Ein was? Ein Zangenmanöver, hat sie gesagt. Hilf den Rebellen an der Klippe. Ja gut, wir kommen. Komm, jawohl, haben wir. Haben wir auch. So, komm. Lass sie nicht durch. Ja, Blastergewehr. Ach, da unten. So, haben wir auch. Sehr gut, haben wir auch. Haben wir es geschafft? Oh ne. Da kommen noch mehr. Die lassen nicht locker. Oh, ich kann auch nicht zielen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Schnell.
haben wir. Gott sei Dank, wo sind die letzten da? Wow, hier ist übelst die Ballerei, Freunde. Ja, wir geben alles. Da kommen sie. Die helfen uns. Oh, Gott sei Dank. Come on. So. Wo ist Lando? Gute Arbeit. Na dann, verziehen wir uns. Ich kann so viel mehr als nur Wache schieben. Sprich mit Lando, okay. Oh, das war aber gerade ordentlich Schießerei. Da haben wir jetzt aber einen richtig guten Job für die Rebellen gemacht, ne? Also, Lando, da kannst du uns auch mal ordentlich was bezahlen, würde ich mal sagen, oder? Lando, die Fähre ist bereit. Ich bin gleich da. Du bluffst wirklich gut. Hätte dich nicht für einen Rebellen gehalten. Hey, so ist das gedacht. Man bleibt weiter unauffällig. Ah, das nennst du unauffällig. Manchmal versteckt man sich am besten vor aller Augen. Ich hoffe, die war den Ärger wert. Mehr wert als du ahnst. Ja, ist es bei euch doch immer. Man sieht sich, Lando. Sehr cool, wir haben den Rebellen geholfen. Das ist sehr schön und wir haben einen neuen Experten freigeschaltet. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Okay, was kriegen wir denn von ihm? Plan A. Kay lernt einen Sabacktrick, um ihre Chancen zu verbessern. Okay. Ach so, ist das wie Yu-Gi-Oh? Ich glaube ans Herz der Karten. Anscheinend. Herz der Karten. Du enttäuscht mich nicht. Und dann ziehst du genau die Karte, die du brauchst. Nice. Okay. Noch eine neue Fähigkeit. Plan B. Modifiziert Kays Blaster für mehr Wumms, falls Plan A mal auffliegen sollte. Oh, nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, Plan A haben wir ja schon und jetzt Plan B noch. Richtig? Jawohl. Finde ich witzig. Die Benennung der Pläne. Oder der Fähigkeiten. Cool, das haben wir bekommen. Dann eine Fassrolle kann man hier machen. Geil. Besiege Gegner im Weltraum, finde Behälter im Weltraum. Anfliegende Raketen ausweichen. Gewinne Sabak-Spiele, nachdem du mindestens dreimal geschummelt hast. Besiege Gegner mit Blasterfeuer aus der Hüfte. Auch cool. Schieß zuerst. Und improvisierter Halt. Nach einer beschwatzten Verhaftungssequenz erhält Kay sofort eine sehr große Menge Adrenalin. Oh mein Gott, geil. Dann können wir die gleich... Oh mein Gott. Das ist ja richtig gut. Das gefällt mir, Freunde. Ja, Plappermaul. Fortschritt nicht mehr verfolgen. Machen wir mal weg. Crimson Dawn hat ein Lager mit Durafaserstoffen in einem ihrer Verstecke. Dann haben wir die Mechanikerin schon durch. Cool. Infiltrationsauftrag ab. Rauchbombe. Ecke Geräte in drei oder weniger versuchen. Das ist halt auch nice, ne? Schließe einen Schmuggelauftrag ab. Und Codeknacker-Ship. Okay, eigentlich haben wir da schon relativ viel. Und die Söldnerin, das würde ich ja auch nochmal gut finden. Im Kijimi-Orbit. Warum haben wir das denn nicht gemacht? Warum haben wir das denn nicht fertig gemacht? Das wundert mich ja ein klein wenig. Alles als gelesen? Jo. Welten. Akiva? Orte. Saleas Hand. Bei Saleas Hand handelt es sich um einen großen Baum, dem in der akivanischen Geschichte Bedeutung zugemessen wird. Zahlreiche Geschichten und Gedichte erzählen von Treffen und Wiedervereinigung unter seiner Krone. Der Baum selbst steht unter dem Schutz des Satraps.
Okay, und Geschichte, da habe ich jetzt bestimmt Lando kennengelernt. Ja, sehr schön. Lando Calrissian. Lando Calrissian, der Spieler, der Schmuggler, der frühere Baron-Administrator einer Tibana Gaskolonie auf Bespin. Nachdem die Kolonie vom Imperium besetzt wurde, will Lando vor allem seinen Freund Han Solo befreien, der in Carbonit eingefroren in Jabbas Palast auf Tatooine ausgestellt wird. Es heißt, in letzter Zeit würde er sich ein bisschen zu sehr mit der Rebellenallianz einlassen. Oh mein Gott, heißt das, wir können Han Solo noch auf Tatooine finden? Das wäre ja der Superwahnsinn. Das ist ja cool. Gut, ich würde sagen, tatsächlich den einen Experten würde ich eigentlich noch gerne freischalten. Das würde ich sehr nice finden. Deswegen, wir machen tatsächlich mal eine Schnellreise zu unserem Raumschiff. Und fliegen mal los. Landos Blaster Verbesserung. Das ist gut, das müssen wir noch ausrüsten. Blaster modifizieren. Eine Konfiguration ist bright. Sehr schön. Da ist es. Kitschstarkes Plasma. Eine improvisierte Blaster-Modul-Konfiguration, die schwerere Plasmaschüsse mit einer niedrigeren Feuerrate abfeuert. Ja, zusammensetzen und ausrüsten. Lando uns geschenkt. Nice one. Das ist halt schon ziemlich cool. Du bist zurück, Kay. Hallo, ich bin wieder da, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, wir fliegen mal tatsächlich nach Kijimi. Verstanden. Um den letzten Söldner auch nochmal zu holen. Um den letzten Experten, nämlich die Söldnerin. Zumindest von den Experten, die wir gerade auf dem Schirm haben. Ne? Einfach, dass wir die nochmal freischalten. Oh, ist nichts gerade auf den Schoß von ND5 gegangen? Oder warum sagt er, ja gut, du kannst da sitzen? Das wäre auch super niedlich. Okay, einfach mal hier fast gegen so eine Barke gegengeflogen. Kann man mal so machen. Ach so, haben wir noch gar nicht ausgewählt. Ja, schau mal, der Söldner. Gut, das haben wir. Dann fliegen wir da mal hin. Kijimi Orbit, let's go. Gerade die Spulen des Hyperantriebs. Auf geht's. Tschüss. Hey, Ank, wie kommst du zurecht? Ich gehe noch am Boot. Alter Droid, ich kann du, machst du. Loco. Ja, du sollst ja aber auch nicht alles hier bei uns im Raumschiff mit Sprengstoff, ne? Und so. Wohl völlig logisch. So, dann müssen wir jetzt also irgendwie dahin. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Ich habe zuerst auch ein bisschen gedacht, dass der Nebel noch ein bisschen gruseliger ist, aber ist er gar nicht. Ist eigentlich in Ordnung, ne? Ich meine, da kam mal ein paar Piraten und das war es ja eigentlich dann schon. Ich hätte gedacht, da ist noch ein bisschen mehr am Stissel. Okay, das sind vom Ashiga-Clan, das ist gut, die sind uns wohlgesonnen. Also fliegen wir mal weiter durch den Nebel. In der Hoffnung, dass wir hier keinen abkriegen. Erreiche das Asteroidenfeld. Na schön, in diesem Asteroidenfeld hat Rooster ihren Peilsender abgeworfen. Halte nach einer Frachtkiste Ausschau. Viele T-Jäger hier. Sie säubern wohl den Nebel. Dann bleiben wir schmutzig. Das ist doch eine Frachtkiste hier, oder was? Klingt gut. Autsch. Sind überhitzt. Jawohl. Da kommen noch mehr. Wir haben den Schild verloren. Komm, weitermachen.
Wahrscheinlich im Frachtcontainer. Vorsicht, Kell. Minen voraus. Oh Gott. Hä? Aber wo ist denn der Frachtcontainer? Das ist der doch, oder nicht? Das ist doch der Frachtcontainer, oder nicht? Sei vorsichtig. Dieser Ort ist vermint. Wow. Ah, da ist er. Ach, Mensch. Da muss mal einer drauf kommen. Ja, der Empfänger ist noch aktiv. Er ist auf Tatooine gerichtet. Die Waffen sind wohl in Bewegung. Na dann, ich sag mal Rooster Bescheid. Verschwinden wir aus diesem Nebel. Hey, Rooster, hier ist Kay. Du schon wieder? Was willst du? Ich habe deine Waffen gefunden. Was? Wie? Ich habe ein Schiff. Schon vergessen? Ich übermittle dir das Signal. Jetzt müssen wir hier irgendwie aus dem Nebel raus. Warte mal, kommen wir hier überhaupt richtig raus? Ja. Verkaufen die Imps die unter der Hand an Jabba? Na schön, treffen wir uns auf Tatooine und holen sie zurück. Okay, auf Tatooine also. Na gut, aber da wollen wir erstmal noch nicht weitermachen, sondern wir wollen ja dann erstmal wieder nach Akiva, oder? Wäre zumindest ganz gut, glaube ich. Oder gibt es hier sonst noch irgendwas im Orbit zu holen? Hier ist noch eine Schmugglertruhe. Das versteckte Lager ist irgendwo im Trümmerfeld des Nebels. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Gelegenheit, Ashiga-Clan, Druidenschmied. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Spannende. Hier eine Schnellreise hin können wir wahrscheinlich nicht machen, ne? Zaleas Handschatz. Das ist halt auch echt ein bisschen bitter, ne? Dass da tatsächlich noch nirgendwo was ist, wo wir eine Schnellreise hin machen können. Das ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Okay, erreiche die imperiale Basis. Jo, später in D5. So, aber ich würde sagen, wir fahren erstmal hier zu dem Ashiga-Clan-Kram. Ich meine, das liegt ja eh alles auf dem Weg. Und da scheint ja dann auch eine Schnellreiseoption zu sein. Tipp ich mal. Zumindest sieht das so aus. Ehrlich gesagt. Also ziehen wir mal durch. Müssen wir nur noch ein bisschen schneller hier sein. Jetzt gibt's endlich Gas. Da ist ein reisender Händler. Okay, also eigentlich müssen wir wieder dahin, wo wir waren. Hier ist ein Imp. So, über die Brücke. Hallo, reisende Händler. Ziehen aber erstmal weiter. Zaleas Hand. Ja, hier sind wir richtig. Gut, dann geht's hier weiter. Nehmen wir wieder ein bisschen Zaun mit. Kennt man ja nicht von, kennt man ja von uns nicht anders. Oh Gott. Hier werden wir wieder beschossen irgendwie von irgendwas. Was das immer soll. Imperium. Gut, dann geht es erstmal weiter. Hier über die Brücke rüber. So, diesmal wird nicht links abgebogen. Genau, wir folgen einfach der Straße. So weit, so gut. Was ist da jetzt los? Lasst mich mal in Ruhe. Sag mal, hier ist aber auch viel los. Alter Schwede.
mich mal in Ruhe hier. Oh, ups. Ich meine, ein Droide ist ein Droide, oder? Kaum. Die Y7-Modelle sind bekanntermaßen launisch. Ja, das habe ich mitbekommen. GD kam schon immer gut mit Droiden zurecht. Er mag sie vermutlich mehr als Menschen. Da ist was dran. Wow. Ein ganzes Dorf liegt hier im Dschungel verborgen. Ich entdecke weder Wachen noch Wachposten. Keine Kontrollpunkte. Und nur sehr begrenzten Einsatz von Technologie. Klingt cool. Gut. Wollte gerade sagen, das klingt doch richtig gut. Und hier ist ein Gleiter, Mechaniker-Gedöns. Dem schnacken wir doch mal ganz kurz. Oh, hey. Der hat ja auch ganz viele Verbesserungen. Ermöglicht kurzen Geschwindigkeit, Standardtrieb mit passabler, Manövrierbarkeit. Erhöht die Beschleunigungsrate, das wollen wir haben. Erhöht den maximalen Lenkwinkel, finde ich auch gut. Und ein bisschen mehr Panzerung. Das ist doch auch gut. Dann haben wir nochmal hier unseren Gleiter ordentlich durchgerüstet. Schurkenunterwanderer. Imperialer Anstrich sieht auch nett aus. Nehmen wir das mal. Jo, vielen Dank. Du auch. Hast auch einen sehr, sehr guten Geschmack, mein Lieber. Und hier gibt es auch eine Schnellreisemöglichkeit, oder was? Weil das wäre schon wichtig, würde ich mal sagen. Warte mal, wir gucken mal auf die Karte. Hier, also hier gibt es eine Siedlung, aber keine Schnellreisemöglichkeit. Willst du was von mir? Ich habe dich im Gelände gesehen. Du bist echt nicht schlecht mit dem Gleiter. Wie wär's mit einem richtigen Wagnis? Okay, was meinst du? Ich höre. Wagnis ist mein zweiter Vorname. Es gibt eine Insel im See nördlich von Sashin. Ich schätze, mit einer kleinen Modifikation könnte dein Gleiter glatt darüber kommen. Was ist an dieser Insel so besonders? Die Einheimischen nennen sie die verschlungene Insel. Angeblich soll es da ein Schmugglerversteck geben. Ach, das klingt wie eine Falle. Ich dachte, du riskierst gern was. Ich hab's leider nicht geschafft, aber ich würde gern wissen, was dort wirklich vor sich geht. Na, wenn ich's rausfinde, sag ich's dir. Okay, also da haben wir einen Tipp bekommen. Auch cool. Warum gibt's denn hier keine Schnellreisemöglichkeit? Das nervt mich ja so ein klein wenig, ne? Hier muss es doch irgendwas geben. Hier wird irgendwie was produziert oder so? Weiß es noch nicht. Warst du kürzlich da? Ja, zuhören. Bei der Flut sollte man die Netze auswerfen. Ich habe da mal einen ganzen Astromech gefunden. Also, zumindest fast ganz. Hätte nicht gedacht, dass in dem Rosthaufen noch was drinsteckt. Das Schiff ist schon lange geplündert, aber alles Mögliche landet im See und bleibt am Wrack hängen. Das fängt sich besser als Fische. Okay, ein altes Schiffswrack. Da kriegen wir bestimmt Schiffsteile. Tippe ich mal. So, hier könnte man Sabak spielen. Ach, guck mal. Liebe auf Deck 5, Teil 2. Neuer Sammelgegenstand. Für was ist das? Baradium-Dynastie? Oder für was anderes? Liebe auf Deck 5, Teil 2. Kapitän, ich danke Ihnen für einen traumhaften Abend. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Aber beim nächsten Mal sollte Ihr Kellner auf die Schwebestiefel verzichten. Ich werde es ausrichten. Ob Ihre erste Offizierin uns gesehen hat? Mit diesen Hörnern sind Sie nur schwer zu übersehen. Ach, Kapitän, Sie machen es mir gar nicht einfach. No. Sehr gut. So, Welten, was haben wir hier noch zum Lesen? Bestimmt Sashin. Genau, Sashin ist ein Dorf auf Akiva, das an den bewaldeten Hängen der Strata-Gipfel liegt.
Es hat eine lange Tradition der Töpferei, die Schlamm aus den überschwemmten Flussbänken nutzt, um archivanische Töpfe und Schalen herzustellen. Ach so, okay. Das Dorf ist ein Paradebeispiel für das einfache und friedliche Leben, das auf dieser Welt zu finden ist. Sehr schön. Also gemütlich. Moin. Du musst die Kundschafterin sein. Ich habe hier was für dich. Wie bist du darauf gekommen? Es gibt nicht viele Ashiga auf Akiva. Hast du die Berichte, die ich dem Clan überbringen soll? Hier. Alles, was ich auf Akiva beobachtet habe und inwiefern sich der Planet für eine Expansion eignet. Die Atmosphäre ist sehr feucht. Wir müssen einen Weg finden, die Feuchtigkeit von unseren Zilien fernzuhalten. Alles klar. Oh, und der Clan schickt dir dieses Nahrungspaket. Ah, köstlich. Liste imperialer Informationen. Neuer Questgegenstand. Feldbericht für Akiva. Okay. Da sind wir schon mal weitergekommen. Wertgegenstände. Achso, die können wir ja dann einfach verkaufen. Ja, das ist doch ganz nett. Wartet auf diesen Bericht, ja. Aber ich will jetzt hier nochmal einen Schnellreisepunkt finden. Hier muss es doch irgendwas geben. Oder nicht? Das sieht doch fast aus, als wenn hier... Ja, gucke mal. Das sieht doch aus, wenn hier eine Landezone... Gucke mal. Sehr schön. Die haben wir gefunden. Sehr gut. Also haben wir jetzt hier einen Schnellreisepunkt kennengelernt, was mich schon mal sehr, sehr freut. Weil dann können wir beim nächsten Mal weiterziehen, weil hier liegt ja noch was auf dem Weg. Und zwar... Akiva Power Modul. Der Felsbrocken kann mit dem Power Modul beseitigt werden. Okay, da müssen wir mal gucken, wie wir da am dümmsten hinkommen. Ansonsten müssen wir, kommen wir hier eigentlich durch? Geht hier eine Straße irgendwie durch? Da ist wohl so ein Fluss oder so, wa? Da kann man dann so durch, sich durchschlängeln. Der Druidenschmied, da ist auf jeden Fall die imperiale Basis. Und eigentlich würde der Weg also hier rüber gehen, hier so links rum. Wir gucken mal in der nächsten Folge. Wir fahren dann auf jeden Fall mal zu den schwachen Wänden und gucken uns das an. Und danach geht's dann natürlich zum Druidenschmied weiter. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!